Fortbildungen haben das Potenzial, den Unterricht zu verändern. Das gelingt, wenn Wissenserwerb und Wissensanwendung miteinander verschränkt sind. Sie erfahren, wie Fortbildung gelingen kann, alltagsnah und praxisbezogen. Im Fokus steht dabei die positive Beeinflussung des Lernens der Schülerinnen und Schüler. Es geht also um die professionelle Weiterentwicklung Ihrer eigenen Fortbildungskompetenz. Dafür lernen Sie die wesentlichen Voraussetzungen für lernwirksame und somit effektive Fortbildungen kennen. Das Angebot ist modular aufgebaut, methodisch vielfältig und empirisch begründet. Sie erhalten neue Impulse und entdecken neue Sichtweisen, die Sie direkt in Ihre Fortbildungspraxis integrieren können. Zu Beginn der Fortbildung für Fortbildende steht ein Selbsttest. Sie machen einen Kompetenzcheck ab und es geht darum zu schauen, wo stehen Sie im Bereich Fortbildung, was läuft bei Ihnen gut und in welchem Bereich haben Sie Verbesserungspotenzial. Sie durchlaufen diesen Diagnosetest, der auch anonymisiert ist, und erhalten am Schluss ein persönliches Ergebnis, das Sie während der weiteren Zeit immer wieder mal heranziehen können, um zu schauen, in welchen Bereichen Sie sich weiterentwickeln möchten. Im weiteren Verlauf des Kurses geht es darum, dass Sie einen Selbstlernkurs absolvieren. Das bedeutet, Sie eignen sich selbstständig Fortbildungswissen an, nutzen dafür Erklärvideos, Fachtexte, nutzen den Austausch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kurses in einem Forum und haben so die Möglichkeit, ganz in Ruhe und individuell sich das Wissen anzueignen, was für Ihren Bereich, nämlich der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, wichtig ist. Im Anschluss geht es darum, das erworbene Wissen zu vertiefen. Dafür entwickeln Sie beispielhaft die Konzeption eines Angebots. Sie haben die Möglichkeit dann mit anderen gemeinsam in einer Art Peer-Coaching-Situation sich über Ihre Ideen, über Ihre Schwierigkeiten und über Ihre Wünsche auszutauschen und gemeinsam in Teams ganz intensiv, konkret an einem direkten Beispiel zu arbeiten und zu lernen. Im Abschluss der gesamten Veranstaltung wird dann Ihr Projekt, Ihr Angebot, das Sie konzipiert haben, vorgestellt. Sie tauschen sich wiederum, begleitet von Moderatorinnen und Moderatoren, darüber aus und erlangen dann am Ende des Kurses nach erfolgreicher Absolvierung Ihr Zertifikat. Es geht also in 4 Schritten darum, dass Sie zunächst einmal Wissen herstellen, dann dieses Wissen, was Sie hergestellt haben, übertragen, und zwar auf ein praktisches Beispiel aus Ihrem Bereich der Fortbildung, dann dieses Wissen erproben, ganz konkret am Beispiel, und am Schluss gemeinsam mit anderen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern die Ergebnisse reflektieren und schauen, was Sie beim zukünftigen Angebot noch besser und noch schöner machen können, damit Ihre Fortbildungstätigkeit für die Schülerinnen und Schüler etwas bringt. Ein großer Teil dieser Fortbildung findet ja in selbstorganisierten Lernteams statt. Das heißt, es gibt also so Impulse zum Entwickeln von eigenen Fortbildungsformaten beispielsweise oder auch anderen Dingen, weil einfach ein Praxistransfer anders nicht hinzubekommen ist. Und meine Idee ist eigentlich, dass man tatsächlich diese Lernteams sehr intensiv nutzt. Denn der kollegiale Austausch ist von allen bisherigen Fortbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmern als ein sehr wichtiges Element bezeichnet worden. Und von daher würde ich also tatsächlich auch dazu raten, das von Anfang an wirklich sehr deutlich in den eigenen Fokus zu nehmen und da auch die Zeit zu investieren, die man dafür eben benötigt. Es ist uns wichtig, jederzeit in die Gruppe hineinzuhorchen und die Bedarfe der Teilnehmenden aufzunehmen
und zu sehen, wo steht die Gruppe, was müssen wir in unseren Planungen berücksichtigen und was ist gut gelaufen beim ersten Modul, was nehmen wir davon auf für das zweite Modul. Das heißt, wir wollen immer nah ran an den Kenntnisstand und an den Bedarfsstand der Teilnehmenden. Und das ist uns ganz wichtig und deswegen machen wir immer eine begleitende Evaluation mit einigen wenigen Fragen, die uns aber wieder deutliche Hinweise für die weitere Planung geben, um das möglichst gut auf die Gruppe abzustimmen. Jetzt, wo ich weiß, wie wirksam diese Fortbildung für mich war, würde ich, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, daran teilnehmen zu dürfen, noch viel strukturierter daran gehen. Ich würde mir also erstens Zeitfenster in meinen Terminkalender einbauen, damit ich auch wirklich immer ganz genau weiß, das und das, das sind die Dinge, darauf möchte ich mich vorbereiten. Ich würde mir, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, ich würde mir eine Fortbildung, die ich demnächst anbieten möchte, schon zurechtlegen und planen, wie ich das mit in die Fortbildung hineinnehmen kann, damit ich mir dort konkret im Austausch mit den anderen die didaktisch-methodische Konzeptionierung überlegen kann. Und da würde ich mir auch, und das ist sicherlich eine große Herausforderung, auch eine Fortbildung raussuchen, in der ich in Austausch treten kann mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn der Veranstaltung dachte ich, warum nehme ich daran überhaupt teil? Ich kann doch schon fortbilden. Ich bilde seit fast 30 Jahren fort. Ich kann doch nichts Neues mehr lernen. Aber nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, wow, es gibt noch so viel in Fortbildungen, in der Planung und Konzeptionierung von Fortbildung, was ich bisher nicht kannte. Und genau deswegen war diese Fortbildung für Fortbildende für mich die beste und effektivste Fortbildung seit langer Zeit, weil ich doch sehr viel Neues kennengelernt habe, was es bei einer Planung und Organisation und Durchführung einer Veranstaltung, einer Fortbildung zu beachten gibt.